Hallo zusammen und willkommen zurück zu einer weiteren spannenden Folge im Bücherlesesimulator 2023 mit der umherflitzenden Jule. Hier hallo. Bei der neuen Händlerin. Händler You. Händler Hook. Ja. So. Ich bin jetzt gerade am Suchen, was man looten kann und was nicht. Also im Laden liegt so viel, was aussieht, als könnte man es looten, aber man kann es nicht looten. Ja, ja. Das ist, da ist ziemlich viel Stuff irgendwie, was man nicht mitnehmen kann. Ja. Also so zwischendurch irgendwo verbirgt sich dann immer irgendwas, was man noch doch looten kann. Ein Werkbankbuch. Hey, ein Schmiedebuch. Mit einem Schmiedebuch drin. Jawohl. Sehr gut. Eine Chemiestation. Schön, mit Vitaminen drin. Zementmischer mit einem Schmiedebuch drin. Hey, du hast Arbeitsstationen Stufe 2 Dietriche freigeschaltet. Hä? Dietriche? Kann man die jetzt bauen? Arbeitsstationen. Einen Tausammler. Ach so, okay, ich kann die Werkbank. Ich kann die Dietriche, als nächstes kommt der Blasebalg und dann kommt der Amboss. Noch 5 Bücher. Dann kämen die Zementmixer. Okay. Naja, es sind ja nur noch 5. Geht ja noch. Hier läuft ein Generator oder so. Ja. Ganz schön laut, das Ding. Du bist durstig. Ja, ich hab nicht gegessen. Ich hau mir ein Spiegelei rein, ich hau mir einen Tee rein. So. Hier steht noch ein Karton rum. Hast du deine Quest jetzt hier abgegeben? Ja. Okay, das ist ja schon mal gut. Oh, Dixie-Klo. Ach, der hast du genau. Oh ja, das ist echt laut. Ja, ich loote noch alles durch hier und dann können wir ja wieder zurücklatschen. Wir waren ja nur hier wegen deiner Quest, ne? Ja. 2 Maiskolben. Hier, so ein Gabelstapler könnte ich daheim gut gebrauchen. Das ist geil, oder? Ja, der Gabelstapler ist cool. Die Fässer hier kann man nicht looten. Was steht denn hier noch rum? Funkgerät. Kann man aber nicht benutzen. Hast du die Türme schon alle abgeklappert? Nee, noch nicht ganz. Ich bin jetzt beim nächsten. Aber fast. Ja, ich denke, ich habe alle. Okay. Ja, gehen wir mal gerade noch rein zur Händlerin, wa? Händler! Ach so, es ist ein Händler. Ja, okay. Dann ist es halt ein Händler. Aber auf dem Dach ist auch was, aber da musst du richtig hochspringen können. 19.57 Uhr. Obwohl, man kommt aufs Dach, ich sehe es gerade. Ja, sieht schon cool aus hier, der Händler. Hier ist ein Regal. Ich habe schon fast alles geleert. Ja, aber die Regale hast du nicht geleert. Die sind ja alle voll. Ich konnte, da kam nichts. Ich habe die ganze Zeit die Maus hin und her gewackelt. Ich kann die nicht leeren, da kam kein Triggerpunkt. Ich habe hier die Eisenregale gerade alle leer gemacht. Ja, du kannst es gerne in meinem Let's Play angucken. Hier, ich wackel die ganze Zeit hin und her mit der Kamera, dass ich dann sehe, okay, das Regal muss ja irgendwie was kommen. Aber da kam nichts. Hier kann man nicht looten. Das hier kann man auch nicht looten. Hm. Das kann man auch nicht looten. Die auch nicht. Die hier auch nicht. Nur die Regale da drüben, wo du bist, ne? Ja. Hm, wer weiß. Die habe ich gerade alle gelootet. Leere, runde Mülltonne. Na, wenigstens ist sie nicht verflucht. A nickel ain't worth a dime anymore. Well, it's about time you bought something. Okay. So, was hat er denn hier Schönes?
Ich hab nichts gefunden, was gut wäre. Big Hitters. Hm. Verbessert die Fertigkeit zur Fertigung von Knüppeln. Wo kaufe ich mir noch eins? Was there something else? So. Habe ich jetzt 12 von 75. Wuhu. Gut. Wollen wir ganz kurz mal Inventar tauschen? Ja. Zerleg noch gerade ein paar Sachen. Hab ich noch irgendwas zum Wegschmeißen? Hopfen? Brauchen wir Hopfen? Heben wir den auf? Nein. Ach so. Sand kann man auch wegschmeißen. Maiskolben? Nein. Gut. Dann. Ach so, auf jeden Fall. Ja. So, ich hätte Kürbissamen. Ja. Plastik. Ja. Eisen und Blei. Ja. Papier. Nein. Heidelbeersamen. Nein. Mechanische Teile hast du ganz bestimmt. Habe ich verkauft, ja. Okay. Klebstoff hätte ich noch. Habe ich. Stoff und Öl. Stoff, ja. Öl sehe ich gerade nicht. Dietriche. Ja. Benzin. Ja. Messing. Ja. Verrottetes Fleisch. Nähset. Ja. Nähset nicht, verrottetes Fleisch, ja. Federn. Schraubenfedern, meine ich. Nein, habe ich zerlegt. Ach so, dann zerlege ich die auch. Trübes Wasser, sauberes Wasser. Nein, beides nicht. 9mm Munition. Habe ich, die gebe ich dir. Und die 762 auch. Und dann kann ich nochmal ganz schnell verkaufen. Die fliegen bestimmt gleich bald raus. Den Zement werfe ich auch mal weg gerade. Ja. Okay, also ich bin nicht mehr überladen. 7 Zelda. Ja, dann gib mir noch was. Jetzt bin ich 1 überladen. Ich zerleg noch die Armbrustbolzen. Ja. Hier. Ja, wollen wir los? Ja. Du kannst ja auch notfalls, falls du noch einen Platz frei hast in der Gürtelleiste, irgendwas da reinlegen, ne? Die ist immer voll. Sobald da ein Platz frei ist, schiebe ich was runter, Hase. Na gut. Ich weiß, dass das nämlich nicht als Dings zählt. So, was machen wir jetzt? Ja, eigentlich hatten wir ja ein paar Aufgaben, ne? Ja, welche willst du machen? Abholen oder vergrabene Vorräte? Abholen. Wir müssen sowieso erstmal zurücklatschen, voll weit. Ja, dann gehen wir jetzt gerade zurück und dann machen wir da das Erstes. Ja. Ich habe einen Bergbauhelm gekriegt bei ihm. Oh. Endlich. Mit Helmlichtmod. Endlich, ja. Schön. Willkommen in der Bruderschaft der Bergleute. Willkommen eher in der Bruderschaft, du kannst abends jetzt was sehen im Dunkeln. Ja genau, da meine ich ja, das sind ja die Typen, die im Dunkeln jetzt was sehen können. Ach so. Ach guck mal hier, ist ja wie in Holland hier mit dem Kanal. Aha. Könnte man ja mal eine Runde auf Zander angeln hier unter der Brücke. Mhm. Tschüssi, mit Küssi. Seht uns. Ich laufe mal zur Aufgabe, ja? Ach komm ey, du warst doch gerne dabei, du warst doch gerne mit Angeln. Jetzt ist aber mal gut mit Angeln. Ja, wir gehen erst übermorgen an die Saale. Was? Ja. Nein? Nein. Da. Ich hab dir was zu essen besorgt. Dankeschön. Gut, ne? Aber rupfen und schlachten muss ich selbst. Ja, das ist dein Job. Ja. Das hast du ja heute schon mit der Taube, hast ja schon angefangen. Das war, hallo, Magnum-Vollstrecke auf so einem Buch für dich. Ja. Noch ein Buch im Müll. Big Hitters, hey. Ach, findest du wieder Bücher für mich? Das ist toll. Ja. Noch eine Intelligenzbrille. So, 2. Oh, das ist gut. Die würde ich nehmen. Okay, warte. Und hier die Big Hitters und Dings. Nice. Das ist cool. So. Wenn du... Oleg. Was war das denn gerade? Ich hätte jetzt noch eine Beweglichkeitsbrille übrig. Ich habe auf Standhaftigkeit, glaube ich.
Nee, Beweglichkeit, Skibrille hab ich schon an. Okay. Ah, die sitzt so richtig schön in der Ecke. Und schläft. So. Ah, irgendwie gerade ein bisschen. Performance. Was? Performance-Probleme hast du? Ein bisschen, ja. Es ruckelt, aber so richtig dolle ruckelt das. Also manchmal habe ich sekundenlang. Okay. Downhill. Ich nicht. Interessant. Hm. So, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir irgendwie da rüberkommen, wa? Ja, wäre schön. Ich gehe mal hier über den Kanal. Moin. Toll, ich treffe gar nichts mehr, ey. Oh! Tschüss. Jetzt bist du auch runtergeflogen. Ja, das habe ich gesehen. Ja. Das ist so gezuppelt, nach unten gezuppelt. Bei mir ist er schön geflogen. Schön geschmeidig. Oh, oh, Schön geschmeidig da runtergefallen. Schauen wir mal schnell. Oh nein! 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 Ach du Scheiße. Einfach gesprungen! Einfach gesprungen! Ich dachte, was ist das für ein komisches Geräusch? Kriegst du den weg? Ich muss mal gerade einen Verband benutzen. Ja. Mach. Ist die Wölfe. Krass. Wer soll nicht die Wölfe essen? Krass. Hui, 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 hui. Einfach direkt neben mir. Wirklich. Ja. Instant gespawnt. Schön. Krass. Mein lieber Scholli. Ja. Alles feral gewesen. Was auch sonst. Brauchst du noch was? Also ich habe eine Schürfwunde, aber ich hätte jetzt noch einen Honig für dich, falls du einen brauchst. Nö, ich habe gar nichts, kein Debuff. Ich habe eine Schürfwunde, ich hatte eine Infektion, ich hatte eine Blutung. Die Blutung hatte ich auch, ich habe noch einen Verband. Ich habe ja schon ein paar benutzt, aber alles gut. Mir geht's super. Okay. Dann haue ich mir jetzt ein Schmerzmittel rein. Ja, nimm. Ist. Das ist ja alles, ey. Was für eine Stadt. Ja, das war ganz schön heftig. Ein Glück, dass der LKW da stand. Ja. Das Polizeiauto lassen wir da mal stehen, wa? Ja, bitte. Oh, ist doch eigentlich ganz romantisch hier so in der Nacht. Aha, total. Was hab ich denn hier gefunden? Sharpsticks. Ah, Speerjägerbuch, also Speerdingbuch. Hast du noch Dreckwasser oder hast du es weggeschmissen? Das hab ich gerade gesoffen. Gut. Wieso, brauchst du was zu trinken? Nee, aber du kannst das Dreckwasser von mir haben, dann habe ich einen Platz mehr drin. Ja, kannst du mir geben. So. Na, dann gehen wir mal so langsam da. Ach, hier steht noch ein Auto. Hier steht noch ein Briefkasten. Ein Sniperbuch. Scharfschütze kannst du haben, wenn du willst. Ich kann's schon. Okay, ja.
Buch für Schrotflintenmod. Und was ist das hier? Ein Big Hitters Buch. Hey. Natürlich dreht die noch einen Haken und trifft mich. Ich treffe sie nicht. Ist klar. Ja, das ist halt so. Was? Ist schon wieder aufgelöst. Die hat sich wirklich aufgelöst. Ne? Unglaublich. Also die ist wirklich verschollen. Die ist einfach weggeploppt. Plopp, war sie weg. Hier ist das Sniperbuch. Okay, danke. Ich habe noch Kartoffelsamen gefunden und ein Overall in Pink. Nein. So eine Latzhose ist das. Weder noch. Ja, ich weiß. Die Latzhose schön, darfst du gerne selber anziehen. Die sieht aber stylisch aus. Ich zieh die jetzt mal an. Glücklicher Sammlerband 2. Mehr Munition. Willst du das haben? Ich glaube tatsächlich, das habe ich schon. Warte mal. Glücklicher Sammler. Der glückliche Sammler. Nee, da habe ich gar nichts. Kannst du mal. Mach du mal. Mann, nimm. Mach mal. Lies mal. Okay. Ich hatte irgendein anderes Buch, eben Band 2, gefunden. In der letzten, oder ja, letzten Folge, glaube ich. Also bei mir ist die Quest 800 Meter links, halb links. Gerade keiner eingeblendet. Die Vorräte zurückbringen Quest. Ach, guck mal her, da kommt. Vandal? Nee, Hüpfi. Hüpfi? Grabbing for fun. Ich habe nochmal ein Feuerwehrmannbuch erhöht. Erhöhe mit dieser Methode deine Angriffsgeschwindigkeit mit Äxten um 5%. Schlagen wir selten zu. Ja. Wir nutzen halt die Äxte nicht so oft. Wir haben noch nicht mal Äxte. Nee. Also mit der Steinaxt würde ich jetzt nicht zuschlagen wollen. So. Abholen. Anzeigen. Vorräte zurückbringen, ne? Ja, ja, ja. 780 Meter. Von hier. Gut. Dann gehen wir da mal hin. In Richtung von dieser Quest. Hast du wieder Kaffee getrunken? Nein, ich habe einfach nur gekochtes Fleisch gegessen. Wieso? Ach so, nur so. Wieso? Ja, weil ich immer hinterher hinke. Wie gesagt, schwere Rüstung ist kacke. Ja, schwere Rüstung ist toll. Ja, man ist halt lahm wie so eine Ente. Das ist so ein riesen Nachteil im Spiel. Ob es nicht vom Fleck kann 2 Meter sprinten und dann... Akku leer. Ja. Ja, aber es ist so, guck mal an, wie schnell ich die da einfach, ich habe immer noch 90 Ausdauer. Ich habe 70 und lade gerade auf. 30 Meter, 40 Meter, ich habe noch 50 Ausdauer, deswegen. Ja, ist halt so, es ist schon ein Vorteil. Ja, ist mir egal, ich will keine leichte Rüstung, ich kassiere gern Schläge. Obwohl ich auch schwere Rüstung teilweise anhab, und zwar 2 Teile. Außerdem bin ich 8 Felder überlastet. 10 Felder überlastet. Ja, du kannst ja hinterherkommen, dann schraubst du halt hier die Lampen ab oder so und dann kommst du mir nach. Ich habe 3 Fertigkeitspunkte, ich müsste was geben. Stimmt, ich habe auch welche. Fällt mir gerade ein. Ich weiß gar nicht so genau, wo ich die reinskillen sollte. Igel, Peter, schwere Rüstung. Mach's mal so rum. Was gab mir das jetzt? Ah, Mini-Motorradmeister kann ich machen. Und ich kann den Motorradfanatiker machen. Mäp, mäp. Nee, kann ich nicht machen. Aber Mini-Motorrad wäre doch schon mal cool. Mini-Motorrad wäre geilo. Dann könnte man zumindest mal schon mal ein bisschen durch die Gegend eiern. Ja, wir hätten auch Körbchen mit Inventar. Oh, warte mal, hier kommt Kurt? Kurt, die Klapperschlange. Ohne Helm und ohne Gurt.
Na, ihn hast du aber schön hier ans Kanalisationsrohr getackert, ey. Der greift mit einem Arm rein. Ja, der guckt, wo es verstopft ist. Ach, hier ist wieder Jens Klinik, ja. Okay. Jericho Ranch. Hey, Fertigkeitspunkt. Okay, wir können doch direkt auf Dingsbums, Haumisch Blau. Siehste? Mechaniker, Motorradfanatiker. Wieder ein Schlag, was ist denn hier los? Ich bezweifle nur, dass wir Motorrad bauen können. Wieso? Wegen Reifen. Motorrad an der Werkbank. Wir brauchen den Lenker, Motor, Batterien, Rahmen, ja, die Räder. Ein Rad kann man doch bauen, ne? Da brauchen wir Kohle, Öl, Kunststoff und Säure. Eine Säure haben wir. Ich habe auch eine. Die habe ich eben gerade gefunden. Ja, wir gucken mal, vielleicht können wir auch einen Reifen irgendwo kaufen oder so. Ja, dann müssen wir wieder Küchen looten gehen. Für Reifen? Ach, für Säure. Ja. Die Säure hatte ich zum Beispiel gerade in einem Fahrzeug gefunden. Ja, ich weiß gar nicht, wo ich die gerade her hatte, die Säure. Bei den Küchen waren wir ja nicht. Ja, ich weiß es nicht mehr, keine Ahnung. Manchmal sind die wirklich in Fahrzeugen drin. Entweder im Fahrzeug oder im Müll irgendwo. Ja. Oder beim Händler in irgendeinem Regal, könnte auch eventuell sein. Hier, nun. Ach. Weg ist es. Raus nicht. So. Was ist das hier für ein Teil? Auch wieder so eine Fabrik oder so, ne? Hauptsache mal schön gemütlich hier. Im Dunkeln durch den Wald gepirscht. Ja, macht das Gott Ganze sei Dank schon. Ist es gar nicht mehr so dunkel. Ja, wenn man die Helligkeit im Spiel auf 90% dreht und eine Helmlichtmod hat, dann sieht man auch was. Also ich habe sie jetzt nicht auf 90%. Ich weiß gar nicht, auf was ich. Nee, nicht Audio. Hoppa! Video, Helligkeit 64 mal 66. Oh. 66%. Was? Oh, ach so. Hau ihm eine rein. Hab ich gemacht. Ja, ich weiß. Noch ein Messer quer durch den Kopf. Okay. Ja. Seit wann bist du denn so auf Nahkampf gebürstet? Und immer. Hä, wieso? Was? Wie? Ja, weil du früher sonst doch auch eher mit dem Basie gespielt hast und jetzt auf einmal nutzt du halt oft Knochenmesser und so. Messer habe ich schon immer gern benutzt. Okay. Ich kriege dadurch auch Blutungen. Also ich habe zwar das Dings drauf, die Mod vom Knüppel. Aber ein Dolch ist doch schön. Ja, ja. Macht Laune. Klar. Ah. Irgendwie kommt mir ja. Nee, das Haus kommt mir nicht bekannt vor. Das da sagt mir jetzt gerade auch nichts so auf den ersten Blick. Oh, keine ich Ahnung. Bin arg überladen, ey. Wahrscheinlich nochmal tauschen. Ja, dann lass uns das gerade machen. Hätte ich denn hier. Aber mal, die Nägel kann ich zerlegen. Ich hätte noch ein bisschen Messing und Blei. Ja. Ist jetzt vor mir in den Boden geschossen? Ja, ich dachte, ich fliege das Gras da weg. Alles gut. Eine Dose Lachs, die würde ich einfach essen. Ja, ist mal. Ein elektrisches Teil habe ich. Hier, das dreckige Wasser, da trinke ich einfach mal, dann ist es weg, ja. Mhm. So.
Dann hätte ich noch den Overall für 8 Dollar, den zerlege ich. Mhm. Dann kommt da Stoff raus, den hast du. Habe ich weggeschmissen. Okay, dann schmeiß ich weg. Ich hätte auch noch was zum Wegwerfen. Hier, das hier nämlich. So, jetzt bin ich kein Feld mehr überladen. Das ist ja toll, denn hier. Ich jetzt, schon. Ja, wie viel bist du überladen? Ich jetzt 4. 6. Ach so, du hast auch noch die Eier. Ja. Super. 5. Ich hab noch Reparaturkits. Ich hätte ein bisschen Schießpulver. Habe ich auch. Schießpulver gibt her. Und Eisen hätte ich noch ein bisschen. Sklepeisen habe ich auch. Ich habe hier einen Yucca-Seed, eine Heidelbeer-Seed. Heidelbeersamen habe ich, Yucca nicht. So, bin ich kein Feld mehr überlastet. Jetzt 2. Gut. Gut, weiter. Ah, das ist das Schrottding. Hier liegen aber keine Minen draußen oder so, ne? Warum klingt die Schlange, als würde man ein Stück Holz durchbrechen? Weil ich den Pfeil noch geschossen habe. Bestimmt eine Holzschlange. Na, ich habe da mit Bogen geschossen. Und der Pfeil ist zerbrochen. So, okay, dann lass mal gucken, wo es hier reingeht in das Ding. Hier vorne. Ich repariere mal vorher noch meinen Knüppel. Okay. Ja, was? Nix, hab gar nichts gesagt. Okay gesagt. Ach so. Da liegt ein Motor-Dingsbums oder so. Ja. Okay. Ein alter Tau-Sammler. Hey, ist ein Forger-Headbook drin gewesen. Das Spiel will mich, trollen, ne? Das ist ja auch geil, ey. Mhm. Okay. Und Kohlesäcke. Okay. Hier ist auch noch eine Tür, die verschlossen ist. Warte, will mir das auch mal ansehen. Oh, er kam gerade vom Klo. Ja, der musste mal. Ja. Da ist eine Tür, die ist verschlossen. Da kommen wir vermutlich später hin. Brauchen die jetzt nicht aufzuschlagen hier. Zeig mal nur kurz. Mal hier die Tür. Ah, die hier. Die ist komplett gesichert. Ja, aber wenn man hier rausgeht. Dann geht's da weiter los. Ja, ja, das sowieso. Aber es geht nachher oben zurück und dann oben auf den Wohnwagen drauf. Von daher denke ich mal, wir kommen da nachher sowieso hin. Oh, Fernsehen. Was, wir haben eine Glotze? Ja, hab ich gerade eingepackt. Gut. Ist aber auch Röhre, ne? Schwarz-Weiß. Oh Mist. Ja. Also ich bin schon mal hier oben, ja. Bin sofort da.
Oh, Chantal. Wer hast du denn alles geweckt? Chantal und ihren Liebhaber. Du bist da hochgekommen. Na, da unten durch und dann die Leiter hoch. Das ist ihr Liebhaber? Denk dran, hinter dir rennt noch ein Biker, ne? Wollte ich nur so sagen. Na toll. Und wie bist du dann hoch? Ach, da. Alles klar. Rick? Das ist ihr Liebhaber. So. Ja. Hast du auch Kampfmusik? Ja, unter uns sind welche. So, hier ist wieder ein Medical Journal für dich. Yippie. Habe ich für dich gesucht und gefunden. Ja, mein kleiner Medizinmann. Ja. Meine Tasche. Juhu. So. Wow, eine lila Kapuze. Wow. Boah, leck. Und eine Holzsplitter-Mod. Okay, cool. Cool, nehm ich. Meine Tasche müsste, meine Tasche ist unten. Meine Tasche ist hier drin. Ah. Komm her, Tantchen. Aber die Tür ist trotzdem zu. Okay, hä? Die geht nicht auf die Tür. Da oben liegt noch Müll drauf. So, ich war hier drinnen. Ach, das ist das Poster, was der Jones fotografiert hat. Das mit den großen Hupen? Jo. Ja, voll den Bauch rein. Das ist überhaupt nicht echt alles. Egal, Männer checken das sowieso nicht stehen drauf. Richtig. Ganz genau. Ja. Ja, so sind wir halt. Mit was guck mal, da vorne geht das Huhn mit dem Kanickel spazieren. Ein Dixie-Klo bringt richtig viel Plastik. Ja, das ist ja auch aus Plastik. Wow, irgendwie 25 Plastik oder so. Nice. Krieg ich hier eine Solarzelle raus, wenn ich das Ding hier abbaue? Nein. Aber Eisenbarren. Aber Eisenbarren ab und zu. Ja, Eisenbarren kriegst du raus, genau. Und Plastik und Teile und ja, XP Plastik, ja. Und Eisen. Alter Scheiße. Ja was? Manchmal bist du einfach, da bist du einfach. Das weißt du selber, ne? Das ist alles Absicht. Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß das. Boah, ich hab das Huhn auf 60 Meter erschossen, ne? Mindestens. Das waren 62,8. Ich werde noch richtig gut mit dem Bogen. Später, wenn ich groß und stark bin. Später, Peter. Bist du unten? Ja. Ja, ich komme da jetzt nochmal. Ich werde nochmal was nachschauen. Ich weiß nicht, ob hier oben noch was ist. Also, keine Ahnung. Ich kann ja mal hier in der Lampe rumschrauben. Es gibt Teile. Ja. Auf dem kleinen Vordach hier oben warst du drauf, oder was? Ja, da habe ich runtergeschossen. Aber du kannst ja mal, du kannst da hinten die Mauer hochhüpfen. Dann bist du hier oben drauf. Ich glaube, hier lag noch ein Müllbeutel oder habe ich den eben gelootet? Ich weiß es gerade nicht auswendig. Ich dachte, ich hätte ihn schon gelootet. Da liegt irgendwas anderes. Ach, das ist so ein Verbinder nur. So ein Elektroverbinder. Ja, du hast ja alles gelootet. Das sieht jedenfalls ja, dann. Gut aus. Ups. Ich glaube, ich bin zu fett. Schön, dass du es sagst, dass du es selber merkst. Komm mal kurz her. Muss ich gerade mal schnell streicheln. Und tschüss. Jo, ich trinke so lange Tee. Gute Idee.
Na, ist so warm hier am Fass. Hast du noch was zu essen? Brauchst du was? Ich nehme ein Spiegelei. Bier, geil. Hast du noch was? Ich habe jetzt noch drei. Ich habe gerade selber eins gegessen. Okay. Nice. Was? Mach ich mir noch einen Tee hinterher, dann hält es länger an und dann... Du hast Eisen, ne? Ja. Und du hast Teile? Ja. Hast du auch Eisenbarren? Ja. Schießpulver hattest du auch, ne? Ja. So, warte mal, Lehm und Glas werfe ich mal weg. Bin ich noch 9 Felder überladen? 12. Ja, dann lass mal langsam nach Hause tigern, da. Beziehungsweise wir machen die zweite Quest auch noch, warte. Oh, lass uns doch, sie war doch nicht weit weg. Lass uns erstmal zum Händler, ist fast 1 Kilometer weit weg. Ich hab doch Fett. Ich hab Knochen. Und Leder, Fleisch. Ja. Gib was her, komm. Was? Deine Eisenbahn. Die habe ich dir doch schon gegeben. Ich habe hier noch Benzinkanister, kannst du haben. Hier ist noch ein bisschen Nachtcreme. Plastik hätte ich auch noch. Ja. Hier, den Glasreiniger fürs Wohnzimmer. Schrotpatronen hätte ich noch im Angebot. Habe ich. So, bin ich noch 5 Felder überlasten. Na gut, dann kannst du deine Creme wieder haben. Dann bin ich jetzt 12 überladen und lauf. Lass die Scheiße hier liegen, aber dann muss ich sie wenigstens nicht benutzen. Vergiss es. Oh, ey, immer diese Nachtcreme, ey. Da gehst du ins Bett und die Decke klebt an dir, ey. So. Als ob er sich abends eincremen würde, ne? Glaubt das bloß nicht. Der erzählt nee, nur Quatsch. Ich creme mich auch nicht ein. Ich werde eingecremt. Das ist noch viel schlimmer. Jones wird nicht nachts eingecremt. Oder für den Abend. Das könnt ihr vergessen. Hm. Braucht ihr gar nicht glauben, so eine Geschichte. Ja, ja. Ist so. Arschen? Was? Geh weiter mit deiner leichten Rüstung. Guck, dass du Abstand kriegst. Denk dran, auf 60 Meter treffe ich noch mit dem Bogen. Ah, ja, ich weiß nicht. Ja. Ich wollte schon immer ausprobieren, ob ich dir das Haargummi aus den Haaren schießen kann. Mhm. Mhm. Nee, Eisen, das lasse ich liegen in dem Müll. Kannst du einsammeln. Aha. Schwester Gabi, bitte in den OP. Könnte dringend sein. Ist es. Ja, hat keinen Kopf mehr. Nö. Ich weiß nicht so genau, ob man da noch was machen kann im OP, aber... Wenn der Kopf komplett ab ist? Ja. Glaube nicht. Bei Robocop ging das. Oh Gott. Mhm. Ja, bei Robocop ging das alles ganz toll. Ja. Der war gut nachher. Er hatte keine Arme mehr und keine Beine mehr. Eigentlich hat er auch keinen Bauch mehr gehabt. Eigentlich war es nur noch... gefunden? In der Tasche. Was hast du gefunden? Warte. Hier. Was hast du beides? Ich weiß das. Aloe-Creme. Ich verbessere noch ein bisschen meine Zielkünste. Und bringt was? Ich habe gerade Pfeil vorbeifliegen. Oh, du hast getroffen. Oh, meiner. So, Pfeil wieder eingesammelt. Supi. Mhm. Ganz toft ist es. Hier gibt's Eisen und Blei. Ja. Hab ich auch schon gesehen, aber bei uns in der Nähe auch. Da ist eine Stadt. Ach so, die hat da 2 Händler. Okay, alles klar. Naja, gut. Hey, ein Kochbuch. Ja, cool. Endlich findest du mal was wir brauchen können. Ich hab schon ganz viele Kochbücher gefunden. Ja. Was ist denn da mit dem Huhn? Nix. Wir haben genug Fleisch. Wir haben so viel Fleisch, wir können es verkaufen. Wir sind doch keine Metzger. Fast.
Da bin ich ja mal gespannt, was wir jetzt als Belohnung bekommen. War da nicht auch noch was mit Skillpunkt? Nee, Skillpunkt war keiner mehr. Der hatte ich im Motorrad reingesetzt, ne? Stimmt. Ja. Wie viel hast du noch zum Level Up? Über 50% brauche ich noch. Ich hatte eben genau. Level. Achso. Ich hatte eben mehr Level Up. Alles gut. Ich habe genau ein halbes Level. Oh, oh. Ha? Ach, hier, die Krabbelgruppe. So, wo bist du denn? Ach, dahinter. Ja, läufst du sowieso gleich an mir vorbei und sagst wieder, hä, dicker Porky ist so langsam, dicker Porky ist so langsam. Sagst du dann wieder. Ich würde nie sagen. Doch, sagst du immer. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Du lässt das immer über meine Figur. So Quatsch. Erzähl ich so Müll, ey. Das glaubt die anderen noch. Verschluck dich mal bitte an deinem Kaffee, danke. Komm, ich hab jetzt wirklich eine Bikini-Figur. Was? Ich hab eine Bikini-Figur. Ja, du hast jetzt... Wenn ich den Bikini anziehe, ist da auch wirklich was drin. Ja, ich wollte gerade sagen, du hast jetzt zwei richtig ausgeformte Brüste bekommen, dadurch, dass du halt so gut und gerne gegessen hast. Die füllen das aus, ja. Also habe ich eine Bikini-Figur, also braucht keiner mit mir meckern. Nee, das Beste ist, ich kann sogar das Bier auf meinen Bauch stellen, ohne dass du umkippt. Ja, das stimmt. Ja. Ich könnte sogar zwei Bier draufstellen. Ja, da passt eins mit drauf. Da du keins trinkst, habe ich zwei. Finde ich gut. Ja. Oh Mann. Ich stelle mir gerade bildlich vor, wie ich mit einem Bikini bekleidet am Strand sitze und zwei Bier auf meinem Bauch stelle. Oh mein Gott. Ich hoffe, ich bin weit weg. Und du stehst daneben und gibst dir einen Facepalm nach dem anderen. Ja, mindestens. Mein Kopf ist schon ganz rot vom Gegenklatschen. Meiner ist auch ein bisschen rot, seit wir im Urlaub waren. Aber das liegt am Sonnenbrand. Bisschen. Ach komm, ein bisschen Sonnenbrand ist nicht schlimm. Das sieht aus wie so ein Feuermelder. So ein Feuerlöscher. Wie so ein Feuerlöscher? Ja, du bist knallrot. Das ist nicht schlimm, das macht nichts. Doch, es ist schlimm. Es ist nicht gut. Sonnenbrand ist nicht gut. Ach ja. Ja, ne. Wenn man jedes Jahr Sonnenbrand bekommt und jedes Jahr, jeden Tag draußen in der Sonne ist, ist Sonne irgendwann nicht wirklich ratsam. Aber wenn man das ganze Jahr über Homeoffice hat, nicht eine Sekunde draußen ist... Sonnenbrand, das ist richtig schlimm. Der Sonnenbrand macht mir nichts aus, aber dann ist es nicht schlimm, dass man mal ein paar Stunden in der Sonne ist. So. So, mach die Tür selber auf. In der Sonne sein und Sonnenbrand haben, ist ein Unterschied. Ach ja. Ist so. Ja, ist ja gut. Ja. Hier kannst du parken. Was kann ich parken? Da kannst du parken. Ich weiß. Lenk jetzt nicht ab, geh verkaufen. Ja, ich gehe hier zu der Frau mit der Bikini-Figur. Good job. Die hat eine Seile. Die hat eine Bikini-Figur, oh ja, die braucht schon zwei Bikinis, mindestens. Soll ich die 10 Wasser nehmen oder soll ich 60 Schuss 762 nehmen? Schuss. Wir sind übrigens schon wieder weit drüber, ne? Ja, hab schon gesehen. Oh, warte mal. Ich lauf nicht weg. Sie bietet mir ein Fahrrad an oder einen Wasserfilter oder ein Nahrungspaket oder eine Schmiede oder ein selbstgebautes Maschinengewehrpaket. Oh, ich tendiere fast zu dem Wasserfilter. Ja, nimm den. Gut, wir nehmen den Wasserfilter von der Frau mit der Bikini-Figur. Hast du irgendwelche besonderen Aufträge? Ja, den kann ich doch schon mal annehmen. Handelsrouten eröffnen, Stufe 2, 1,2 Kilometer nach Osten. You need some work? Oh, this is a dangerous so. One. Try not to, darf ich jetzt mit dir reden? Ja, darf ich auch noch ein bisschen spielen? Du darfst jetzt auch mit der Bikini-Frau reden. Nice work. So, danke. Alles klar. Fertigungs-, Fertigkeiten-, Zeitschriftenpaket.
5 Reparaturkits, 10 Mollys, strukturelle Klammermod oder Bauplan, Taschenmod, Rüstung, aber nur eins. Also das. So, danke schön. Und Holz. Sie gibt mir Holzwürfel, 100 Stück. Selbstgebaute Pistole, Fernkampf-Mod-Paket, einen Wasserfilter oder ein Fahrrad. Dann nimm doch auch noch den Wasserfilter. Good. Dann haben wir definitiv kein Wasserproblem mehr. Wenn wir dann noch Aufträge. This is dangerous work. Alles klar? Na dann, haben wir es ja. Sehr gut. Na dann würde ich sagen, nächste Folge geht's weiter mit Training für die Strandfigur. Training für die Bikini-Figur. Ihr macht euch hier kein Training. Doch, ich mach Training. Du machst Training. Alles klar, dann gehe ich mal schnell nach Hause alles auslernen und wir sehen uns gleich in der nächsten Folge, wenn wir die Aufgabe machen. Zwar nicht zum Renderlatschen, sondern buddeln. Wir wollten buddeln gehen. Genau, wir wollten buddeln. Also nächste Folge gehen wir buddeln, machen ein bisschen Training, arbeiten an der Figur. Du arbeitest an der Figur. Ja. Alles klar. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis denn. Tschüss.